Hallo und herzlich willkommen zu WWE 2K15. My name is Paul. Quatsch, natürlich Luca Rano. Und es geht los mit dem WWE 2K15 Let's Play. Ich werde wahrscheinlich irgendwann anfangen, WWE 15 zu sagen, weil mir der Name sonst einfach viel zu lang ist. Es geht los. Raw ist heute am Start, aber vorher wollte ich noch kurz auf den Kalender eingehen, auf unseren Terminplan, was in diesem Jahr so vor uns liegt. Und zwar beginnt der Monat natürlich immer montags mit Raw, mittwochs mit NXT, wo 17 Abonnenten die Chance haben, ein WWE Superstar zu werden. Und am Freitag kommt SmackDown und am Wochenende der Pay-Per-View. Es geht los im ersten Monat mit Battleground. Danach folgt ein ganz alter Pay-Per-View. Armageddon kommt zurück. Danach Money in the Bank. Der SummerSlam, die größte Party des Sommers. Payback. Night of Champions. Hell in a Cell. Survivor Series. Natürlich auch TLC. Der Royal Rumble. Elimination Chamber. Und zu guter Letzt WrestleMania. Ja, ganz genau, das ist der Kalender, so wie er ja eigentlich immer ist. Und dann kommen wir jetzt zu Monday Night Raw. Erste Folge, erste Ausgabe. Ich hoffe, ich krieg's möglichst gut hin. Letztes Aufnehmen ist eine ganze Zeit schon her. Deswegen gucke ich jetzt, dass ich möglichst flüssig das Ganze auf die Reihe kriege. Erwartet mal nicht zu viel. Das ist die Matchcard. Ich habe sie schon geschrieben bei Skype. Chris Jericho, unser WWE Champion bei WrestleMania, hatte das Match gegen Randy Orton und Dolph Ziggler gewonnen. Trifft auf Fandango im allerersten Match. Ich werde simulieren, zwei Matches werden wir wieder gucken, die letzten zwei in diesem Fall heute. Chris Jericho gegen Fandango. Ja, der WWE Champion mit einem Pflichtsieg. Match Nummer 2. Die Usos, Jimmy und Jay gegen Team Mizdow, The Miz und Damian Sandow. Ja, WWE Tag Team Champions haben wir momentan nicht, die werden ja neu ausgekämpft. Also hier ein Sieg wäre ganz, ganz wichtig. Und die Usos gewinnen. Match 3. Das ist eigentlich auch ein Match, was man sich angucken muss. Ric Flair gegen Rob Van Dam. The Nature Boy oder The Whole Fucking Show? The Nature Boy, oha. Und dann kommt jetzt wahrscheinlich ein eingefügtes Bild von mir. Denn wir kommen zu unserem ersten Match, was wir heute Abend gucken werden. Die Open Challenge von Rusev. Ja, der junge Mann ist natürlich auch mit dabei in unserem Let's Play. Und Rusev will wahrscheinlich genau da weitermachen, wo er in der wirklichen WWE angefangen hat. Ja, Zerstörung der Gegner. Heute Abend Open Challenge hat er gestellt. Er trifft auf jeden, der Bock hat im Locker Room. Dann fangen wir jetzt mit diesem Match schon mal an. Wer wird sich der Herausforderung stellen, gegen Rusev anzutreten? Das ist ja auf jeden Fall eine Sache. Da braucht man schon Eier in der Hose, um gegen Rusev anzutreten. Da kommt der Koloss zum Ring, Rusev mit Lana natürlich an seiner Seite. Ja, wird hier auch die Zerstörung Rusevs weitergehen oder haben wir vielleicht einen Gegner, der es mit Rusev aufnehmen kann? Ich habe gerade das Gefühl, die Musik wäre mega laut, das muss ich vielleicht gleich nochmal ein bisschen bearbeiten. Zumindest auf dem Ohr hört es sich gerade sehr laut an. Ja, Rusev kommt zum Ring und der ist bereit, das sieht man. Ist ja auch eine gewisse Ehre, direkt in der ersten Monday Night Raw Ausgabe direkt mal sein Match im Spotlight, im Fernsehen, in den Fernsehkameras zu kriegen. Ja, dann kommen wir doch jetzt zu diesem Match. Wer hat die Eier, gegen Rusev anzutreten? Das werden wir jetzt sehen. Oha, oha, den kennen wir doch. Sami Zayn hat also die Eier, gegen Rusev anzutreten.
Sami Zayn. Oha, also ein Leichtgewicht Highflyer mit ganz viel Technik gegen den Kraftprotz Rusev. Oha, da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil das könnte theoretisch eine ganz schöne Aufgabe werden für Sami Zayn, weil Rusev ist ja durchaus mal eine Aufgabe. Ja, Sami Zayn lässt sich natürlich vom Publikum anfeuern, nochmal hochputschen hier. Aber der hat's auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall Mumm, der Junge. Einfach mal in der ersten Raw-Ausgabe rauszukommen und gegen Rusev anzutreten. Das muss auch erstmal einer nachmachen. Also, ich kenne da einige, die wahrscheinlich nicht so viel Mumm hätten. Aber dann sind wir jetzt einfach mal gespannt, ob Sami Zayn es schaffen kann. Ich spiele natürlich keinen, das ist ja vollkommen klar. Und dann geht's jetzt los. Rusev gegen Sami Zayn und es beginnt direkt mal mit einem Belly-to-Belly-Suplex. Oh Mann, armer Sami Zayn. Direkt die erste Aktion ging quasi viel ins Auge, aber er kontert. Natürlich, Sami Zayn hat's auch drauf. Schöner Hurricane Runner. Der Typ ist bei NXT richtig gut im Rennen. Ist jetzt im WWE-Roster gelandet bei SmackDown und hat natürlich die Chance, jetzt auch um Titel mitzukämpfen. Und heute Abend ein Sieg gegen Rusev, ja, das geht ja quasi gar nicht besser, kann man ja anfangen. Also ein Sieg gegen Rusev, das ist auf jeden Fall eine Sache, die sich gut lesen lässt. Aber Rusev ist natürlich auch einer, der ist nicht nach zwei, drei Aktionen K.O., den muss man schon ziemlich bearbeiten und auch ziemlich harte und vor allem viele Aktionen muss man da zeigen. Aber gerade sieht es nicht gut aus für Sami Zayn. Bekommt er hier gerade diesen Chokeslam, ja, eine Art Chokeslam war das. Ja, Lana, sieht man die eigentlich gerade? Ah, ne, die sieht man gar nicht während dem Match. Wahrscheinlich sitzt sie am Commentator-Tisch oder so, ich habe keine Ahnung. Schöner Reverse-Belly-to-Belly gerade. Ja, der Referee guckt sich das Ganze an. Sami Zayn, noch kann er stehen, aber er muss jetzt Aktionen zeigen. Zum Beispiel sowas. Schöner Back-Suplex von Sami Zayn. Da hat er, glaube ich, auch alle Kraft gebraucht gerade, um diese Aktion auszuführen. Und Superkick von Rusev. Oha, der hat genau gesessen unten am Kinn. Und da liegt Sami Zayn schon mal kurz auf der Matte. Und guckt euch diese Schläge von Rusev an. Das tut auf jeden Fall weh. Und jetzt Rusev, Ansatz zum Follow-Away-Slam. Und da kommt der Follow-Away gegen Sami Zayn. Russian Power fordert das Publikum. Schöner Dropkick von Sami Zayn. Der muss vielleicht mit Schnelligkeit arbeiten, weil mit Kraftaktion wird er hier nicht weiterkommen. Gerade wieder schöner Dropkick. Und noch ein Dropkick. Der dritte innerhalb von kürzester Zeit. Ja, und wieder Dropkick. Er lässt Rusev gar nicht zu seinen Aktionen kommen. Er zeigt immer wieder einen Dropkick. Muss natürlich aufpassen, dass Rusev jetzt nicht wieder reinkommt. Da, Headbutt von Rusev, da sage ich es gerade. Ja, jetzt kommen die USA-Chants gerade im Publikum. Habt ihr gesehen? Da war das Plakat mit USA. Sami Zayn kontert. Jawohl. Also er lässt sich auf jeden Fall nicht abschlachten, Sami Zayn. Zeigt auf jeden Fall immer wieder seine Aktionen. Aber jetzt Belly-to-Belly wieder halb durch den Ring geworfen. Mein Gott, Sami Zayn, dass der danach überhaupt noch weitermachen kann. Aber er kann gar nicht weitermachen. Da kommt der Kick von Rusev und er saß genau da, wo er treffen muss. Ist das etwa schon die Entscheidung? One, two. Oh nein, Sami Zayn kommt da einfach raus, als wäre es nichts. Das war jetzt gerade mal beeindruckend. Ich dachte, der Kick von Rusev war, jetzt ist es vorbei, aber er kommt einfach raus, als wäre es nichts gewesen. Also einfach wäre nichts gewesen, stimmt ja nicht, aber er kommt immerhin bei zwei und noch ein bisschen raus. Was hat denn Rusev jetzt vor? Setzt an zum DDT auf den Apron. Wir sind in der ersten Folge von unserem Let's Play und sehen den DDT auf den Apron von Rusev und Sami Zayn. Guckt ihn euch an. Der liegt da auf dem Boden, steht jetzt wieder. Aber jetzt ist Rusev natürlich im Vorteil. DDT auf den Apron, heiliger Johannes. Also jetzt hat Sami Zayn Kopfschmerzen. Und wenn Rusev jetzt weitermacht, müsste er Sami Zayn mehr oder weniger bald besiegen können. Aber Sami Zayn mit dem Neckbreaker. Ich hoffe gerade die ganze Zeit, dass alles klappt mit Lautstärke, mein Mikro, dass das in ordentlicher Lautstärke aufnimmt und so. Ich habe ja nicht so das tollste Mikro. Und wieder Dropkick von Sami Zayn. Oha, Sami Zayn gut gemacht und kommt mit seiner Sunset Flip Powerbomb gegen Rusev. Kann er jetzt vielleicht weitermachen? Irgendeine Aktion muss er doch noch zeigen. Rusev liegt am Boden. Kann Sami Zayn es wirklich schaffen? Das wäre es jetzt. One. Oh, nicht mal da. Rusev war direkt draußen. Das war jetzt gerade irgendwie ganz, ganz schnell. Jetzt greift er das Bein von Sami Zayn an. Russian Power, ja, der Typ da vorne im Publikum, der hat es irgendwie mit Rusev.
Aber wer kann das Match hier für sich entscheiden? Rusev oder doch Sami Zayn? Er hat gerade einen guten Sunset Flip Powerbomb gezeigt, aber so ein Belly-to-Belly-Throw, der ist natürlich dann auch gar nicht schön. Ja, Sami Zayn mit dem Konter gegen Rusev und wieder so ein Dropkick. Also Sami Zayn ist hier der Dropkick-Master des Let's Plays bisher. Cover, ja, geht nicht durch. Rusev noch zu fit. Und jetzt Test of Strength. Das müsste eigentlich Rusev gewinnen. Ja, tut er. So, schickt Sami Zayn in die Seile. Der hängt da jetzt, aber bewegt sich wieder aus der Ecke raus mit den Ellbogenstößen gegen Rusev. Oh, jetzt hängt er da im Seil. Was hat Rusev denn jetzt vor? Body Slam? Nee, kein Body Slam. Was macht der denn? Ah, Kicks in die Seite rein. Das habe ich auch noch nie gesehen, die Aktion. Aber das tut auf jeden Fall weh, wenn Rusev einem da so in die Hüfte haut. Und der Fallaway Slam hinterher. Oh, das war mal eine Combo. Ist es das vielleicht? One, two, three. Sami Zayn kommt nicht mehr hoch. Diese Combo hat dann das Match entschieden. Rusev gewinnt also Match Nummer 1 in seiner Karriere. Und da ist Lana auch wieder. War schon ziemlich dominant. Also die Dropkicks und die Sunset Flip Powerbomb, die konnte Sami Zayn zeigen. Sonst war das wirklich verdammt stark. Ja, dann haben wir das doch schon geschafft. Das erste Match nach 11 Minuten Video vorbei. Dann kommen wir jetzt zum Main Event. Das habe ich auch schon angekündigt. Antonio Cesaro, der Schweizer Supermann, gegen Dolph Ziggler, der Mann, der im letzten Jahr bei der WWE bei uns alles abgeräumt hat. WWE Champion gewesen, Royal Rumble gewonnen, im WrestleMania Main Event gestanden. Das hat er leider nicht gewonnen, aber der hat wirklich eine Erfolgsserie gehabt. Cesaro war auch WWE Champion, aber hat gegen Chris Jericho den Titel verloren am Ende. Und da ist er, der Schweizer Supermann im Main Event von Monday Night Raw. Das wird ein klasse Match. Ja, und Cesaro und Ziggler sind ja auf jeden Fall welche, die wahrscheinlich Ambitionen auf den US-Title oder auf den Intercontinental-Champion-Titel haben. Die beiden Titel ja auch nicht vergeben, die werden ja auch noch ausgekämpft in nächster Zeit. Freut euch da auch schon mal drauf. So, Cesaro ist im Ring, dann kommen wir zu seinem Kontrahenten, zu Dolph Ziggler. Und ich bin mir eigentlich sicher, die beiden werden ein Hammer-Matchup liefern, ganz, ganz sicher. Da kommt Ziggler reingestürmt und greift Cesaro direkt an. Ja, hab ich's nicht versprochen. Das Match wird der Hammer. Die beiden im Main Event und dann geht's direkt so zur Sache. Ja, Dolph Ziggler macht direkt klar, was sein Ziel ist. Der will hier in der ersten Ausgabe von Raw gewinnen. Ganz einfach. Sieg in der ersten Show wäre natürlich mal direkt ein Ausrufezeichen für alle anderen Superstars im Roster. Aber Cesaro ja auf jeden Fall auch kein schlechter. Aber da kommt Ziggler mit dem Fame-Esser. Cesaro kontert Clothesline. Oha, also die beiden hier, wir haben noch nicht mal eine Minute Matchzeit, legen schon gut los, so wie wir uns das wünschen. Ja, Cesaro fängt Ziggler ab, Power Slam. Gute Aktion auf jeden Fall. Ah, Cesaro greift die Beine an, aber Cesaro ist ja eh so einer, der alles kann. Der kann sogar manche Aktionen vom Top Rope zeigen, der kann Kraftaktionen, Submissions, der kann alles. Und wo Cesaro hinlangt, da wächst ja bekanntlich kein Gras mehr. Ja, aber Ziggler kontert. Die beiden sind natürlich auch Leute, die würde man sich auch im wirklichen Wrestling mal vorstellen, also im Main Event, als Main Eventer, aber da ist ja leider die WWE zu blöd für. Und jetzt geht's nämlich schon los. Als hätte ich es gerade gesagt, jetzt bauen sie den Kommentatorentisch ab, jetzt wollen sie richtig loslegen. Der Referee zählt sie an, aber Ziggler ist das total egal. Der will das Main Event hier dominieren, der will allen anderen die Show stehlen. Jetzt setzt Ziggler an zum Suplex, oder was kommt jetzt? Was? Final Cut! Der Final Cut auf dem Kommentatorentisch. Und jetzt muss Ziggler eigentlich nur zurückgehen. Oh Mann, das wäre aber ein kurzes Main Event. Ja, aber Cesaro steht wieder auf. Ist zurück im Ring. Was zeigen die beiden denn hier für wahnsinnige Aktionen? Oha, Cesaro slammt da Dolph Ziggler in die Ringecke rein. Aber ich merke es schon, ich muss ein bisschen mehr öfter aufnehmen jetzt wieder. Aber das kommt von alleine. Noch bin ich ein bisschen
unflüssig und ein bisschen mit, wie nennt man das, Versprechern, genau. Und Siegler mit dem Fellmesser. Komm, Dorfsiegler ist im Vorteil. Auf jeden Fall, der hat die Aktion durch den Tisch gezeigt. Also, als hätte ich es nicht gewusst, ne? Wir hatten auf der Matchcard ja auch zum Beispiel Chris Jericho. Den hätten wir ja auch im Main Event haben können. Aber ich wusste doch, Siegler und Cesaro, die liefern uns ein 5-Sterne-Main Event. Und was sage ich? Da geht es schon durch den Kommentatoren-Tisch. Bei der allerersten Raw-Ausgabe heizen die beiden hier direkt mal ein. Und wieder Fellmesser von Dolph Ziggler. Cesaro kontert. Cesaro, was setzt er an? Oh, Griff in die Augen von Ziggler. Der Referee sagt aber nichts, wundert mich. Und da kommt ein Big Boot von Cesaro. Und der fetzt natürlich Dolph Ziggler einfach mal auf die Matte. Ja, gekontert von Ziggler. Und jetzt Sleeper holt. Die Aktion kennen wir doch noch aus dem letzten Wrestling-Let's Plays von einem anderen Superstar. Muss Cesaro jetzt abklopfen. In diesem Guillotine-Choke. Es ist das Ende für den Schweizer Supermann. Ziggler kann ja Sleeper holt. Das sieht nicht gut aus für Cesaro. Ich gucke die ganze Zeit auf die Hand. Klopft er ab. Spannender geht's ja gar nicht. Klopft Cesaro ab. Ah, Ziggler hat ihn genau da, aber Cesaro hat natürlich auch eine unglaubliche Ausdauer. Nee, also Cesaro kommt aber auch nicht weg vom Seil. Moment, jetzt bin ich gerade an den Controller gekommen. Nee, Dolph Ziggler lässt ihn raus. Hat nicht gereicht. Dolph Ziggler konnte Cesaro nicht zur Aufgabe zwingen. Und da kommt so ein Hammer-DDT von Dolph Ziggler. Und das könnte jetzt die Entscheidung sein, weil nachdem Sleeper holt und jetzt der DDT. 1, 2, 3. Dolph Ziggler gewinnt das erste Main Event von Monday Night Raw. Ja, wunderbar. Mehr hätte ich mir nicht wünschen können. Hier kommen nochmal die Highlights. Und da würde ich gerne nochmal den DDT am Ende sehen. Das war ja der Oberhammer. Oder kommt nur noch das Cover? Ne, nur noch das Cover. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Oh, jetzt die beiden im Ring. Ah, Ziggler natürlich ein Sportsmann. Kennen wir ja. Was? Aber Cesaro zeigt sich von seiner ganz tollen Seite. Und mit dem Low Blow, mit dem Tiefschlag gegen Dolph Ziggler. Sowas muss doch nicht sein. Ziggler feiert sich für seinen tollen Sieg im Main Event von Raw. Und dann kommt Cesaro mit so einer Aktion. Ja, die beiden werden sich wahrscheinlich noch öfter über den Weg laufen, habe ich das Gefühl. US-Title und Intercontinental-Titel müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Die beiden werden sich bestimmt wiedersehen. Ich hoffe, diese erste Raw-Ausgabe war nach eurem Geschmack. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir sehen uns am Mittwoch bei NXT. Lasst einen Daumen hoch da, lasst einen Kommentar da, fordert Matches. Ihr habt ja schon viele in Superstar. Erzählt euren Freunden von diesem Let's Play, auch wenn nicht mehr viel dabei ist. Trotzdem kann man ja dabei sein und in den Kommentaren mitschreiben mit den anderen. Letztes Jahr hat es super funktioniert. Dieses Jahr bin ich mir sicher, es wird genauso gut, wenn nicht sogar noch besser. Wir haben viel Mühe gehabt mit dem NXT-Modus und allem anderen. Also da steckt viel Planung hinter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in alter Manier, wir beginnen das Let's Play so, wie das letzte aufgehört hat. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Hell yeah!